Wie ihr im Titel schon sehen konntet, ich gehe campen, beziehungsweise Gras anfassen. Dieser verrückte Grieche wollte mit mir unbedingt campen gehen, obwohl es schon beim Wetterbericht hieß, dass es Regen geben wird, wollte er es dennoch. Stupid! Und das in Österreich. Ihr kennt doch alle diesen einen Klassenkameraden, wo der Lehrer im Sportunterricht sagt, ey, lauft euch warm, der das als Challenge nimmt und einfach zu Usain Bolt Prime wird und die Sache komplett ernst nimmt. Das ist mein Freund Georgios. Er hat die Sachen zum Campen eingepackt. Georgios, erklär uns mal, was du alles mitgenommen hast, beziehungsweise wir, beziehungsweise du, weil du hast alles eingepackt. So, ich zeig euch jetzt, was wir mitgenommen haben. Das war meine Tasche und das war die von der Hentai Freak. So, also, Schlafsack, Klopapier, Matratze für unter dem Schlafsack, Messer, so ein kleiner Grill, Kartoffeln, Zwiebel, ein Knoblauch, bisschen Tee, Gewürze, zwei Wasserflaschen. Er hatte dabei seine Nässe-Schutz-Tab, sein Schlafsack, Seil, was ganz wichtig ist, dass wir überhaupt Feuer bekommen, dieses Teil hier, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Dann hier, das hier, Ravioli, Knickknacks. Natürlich räumen wir auch den Müll auf. So, Olivenöl, so ein Schneidebrett. Und zwei Wasserflaschen hat er auch gehabt, einer hat das schon getrunken. Shut the fuck up, no one cares. Jetzt müssen wir nur noch wie Ruffy uns auf die Reise begehen. Es handelt! Junge! Ich bin die Mutter für diejenigen, der das entwickelt hat. Auf der Reise haben wir eine richtig schöne Ecke von Österreich gefunden und die blende ich ein. Jesus. Was hast du zu der Aussicht? Was soll ich sagen? Die ist einfach zu geil. Siehst du den Wasserfall da hinten? Ja. Da gehen wir hin. Da gehen wir nicht hin. Doch, wir gehen da hin. Wir gehen da nicht hin. Doch. Nachdem ich wie ein Pornofotograf Bilder für ihn machen musste, die ihr auf sein Insta abchecken könnt, sind wir weitergefahren. Und nach 200 Jahren haben wir den perfekten Ort gefunden. Und jetzt suchen wir unseren Campingplatz. Was ist unser Plan, Survival Coach Jagos? Unser Plan ist, den Chupacabra zu finden und ihn zu töten. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Jorgos, ich kann filmen und gleichzeitig einen Mount Everest erklimmen. Jorgos, merkt ihr, wie wir hier gekommen sind? Ich habe Angst vom Wald, wegen Goblin Cave. Wir können hier nicht. Doch. 2 seconds later. Dann gehen wir wieder zurück. Dort ist der professionelle Ranger Kalifantis. Wo soll ich wissen, wo? Was ist das Problem? Ja, das Problem ist, wir sind hier in Österreich. Okay, in so einem Wald und es gibt keine Wanderwege, gescheite. Schau mal, da endet es schon. Alter, ich bin hier, um zu wandern und nicht... You later, you come down, sick, I need... Leute, auf der Kamera sieht's noch hell aus, aber die Umgebung gibt mir Depressionen. Also, ich habe das Gefühl, mich selber umzubringen zu wollen. Dem Fahrer geht's genauso, oder? Junge, ich überhol gerade hier die komischen. Er überholt, damit wir sterben. Ja, was er sagt. Wir sind mit dem Auto wirklich nochmal eine Stunde in Österreich reingefahren. Es kam dann auch im Radio eine Unwetterwarnung und wir mussten einsehen, dass es heute nichts wird. Was ist los? Erzähl's uns. Ich hab versagt. Was hast du? Ich hab versagt. Ja? Wir sind dann traurig zurückgefahren, haben aber dafür noch einen Kuchen und Kaffee getrunken und gegessen. Ja, das sagt was. Was soll ich sagen, wirklich? Alles ist heute schief gelaufen, oder? Enttäuschung war das. Echt? Das war einfach eine Enttäuschung. Aber egal, jetzt hast du Kuchen und Kaffee, oder? Mach mal Geschmackstest. Schnell. Warte. Ist gut? Mhm. Jetzt ist der Kuchen. Schnell. Mhm. Schnell.
Eins bis jetzt. Eins von zehn. Zehn. Schreib mir den Geschmack. So wie mein Gläser. Also schmutzig und nach Thunfisch. Genau. Ja, aber der. Wir sind dann in der Nacht dann 3 Stunden durch Österreich gefahren. Und dann hatten wir irgendwie random das Gefühl, Österreich einzunehmen. Wir haben ungelogen dieses Lied eine Stunde lang gehört, bis wir endlich gefühlt auf der Autobahn gelandet sind. Wir haben uns dann noch McDonald's gegönnt, was ich vergessen habe zu filmen. Ach, ich habe so viele Sachen vergessen zu filmen. Aber war der Tag eine Enttäuschung? Nein. Es hat trotzdem Spaß gemacht, Leute. Und wenn ihr was mit euren Freunden unternehmt, dann zählt es nicht, ob eine Sache klappt oder nicht, sondern ob es Spaß gemacht hat. Auch wenn alles schief gelaufen ist, haben wir so viel Scheiße gebaut und haben uns so tot gelacht. Und das sind die lustigen Erfahrungen, die man im Leben sammelt. Und ja, Leute, das war's. Macht's gut, ich mach's besser. Ciao.